Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Regierungschef Mario Draghi sind zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Kiew eingetroffen. Die drei reisten mit einem Nachtzug aus Polen in die Ukraine. Bei den Gesprächen mit der ukrainischen Staatsführung wurde es voraussichtlich um den Kriegsverlauf, einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und weitere Hilfen für das Land gehen. Am 11. Juni war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Kiew gereist, um Fragen zu einem möglichen EU-Beitritt zu klären. Für die drei Staats- und Regierungschefs ist es die erste Reise seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar.